So, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich möchte heute was zum Thema freie Software und infektiöse Krankheiten berichten, von Rohdaten zu ökologischen Indikatoren. Das ist ein Thema, was natürlich wissenschaftsrelevant ist. Ich arbeite in einem Forschungsinstitut. In unserer Arbeitsgruppe sind wir 100% Open Source orientiert. Die mich kennen, können sich das wahrscheinlich vorstellen. Ich bin seit 1993 GRAS-User. Seit 1997 auch Entwickler